So Leute, was geht? Blood ist mal wieder am Start mit einem neuen Pokémon Omega Rubin Part. Mit dabei ist der Python Rage. Na, kannst du dir mal ein bisschen so vorstellen und sagen, wer du bist und was du so treibst? Ja, ich bin der Python Rage, ihr könnt mich auch Pi nennen. Ich bin auch ein Let's Player, hab jetzt nicht wirklich viel Content geliefert, eher unbekannt. Aber ich bin ein guter Kumpel von dem Bloody mittlerweile und wir hatten zusammen mit dem Zirlo oder mit dem Galo die geniale Idee, dass wir einen neuen Kanal zu dritt machen. Dazu würdet ihr irgendwann in der nächsten Zeit auch noch ein Infovideo von dem guten Bloody bekommen. Auf jeden Fall, ja, haben wir gedacht, wir nutzen die Gelegenheit, um mich vielleicht schon mal ein bisschen mehr vorzustellen und hier so wenig zu integrieren, heißt das Wort. und mit dem Bladius hier einfach mal eine gechillte Runde Omega Rubin zu zocken. Und ja, wir sind jetzt hier gerade in Flossborn und müssen diese Wasserstrudelrouten erkunden. Das sind diese beliebten Wassertrainer oder die berüchtigten Wassertrainerrouten in Höhen, die sich echt hart in die Länge ziehen, weil es gibt so unendlich viele Trainer, aber viele Leute lieben diese Routen auch, diese ganzen Wasserrouten. Und ja, ich liebe vor allem die Tauchrouten. Hast du was zu den Tauchrouten gesagt? Die sehen echt mega geil aus, war eigentlich in dem Spiel? Ja. Finde ich auf jeden Fall sehr gelungen. Das war echt krass. Oh fuck, hier gibt's diverse Routen. Kann ja nicht sein, Bruder. Ja, das ist wirklich so, dass er muss die Route wahrscheinlich jetzt 7000 Mal absurfen, wenn er alles mitnehmen möchte, wenn er da jetzt sehr ehrgeizig ist. Ich weiß ja nicht, wie angespornt er da ist. Naja, ich will es ja nicht übertreiben mehr. Ich probiere schon alles zu bekommen, aber ich werde hier nicht 7000 Mal diese Route hier passieren. Oder diese Strömungen. Kämpfen müssen wir auch, logischerweise. Das macht das Ganze noch schlimmer. Tja, vor allem merkst du die überhaupt, wo du lang gesurft bist. Im Endeffekt, im Endeffekt fährst du dann zweimal dieselbe Route ab. Ja, stimmt. Panzer Aeron! Hast du mal den übelsten Staller vorgesetzt? Gegen die Kröte. Na? Ich glaube, Croak war nicht die beste Wahl, Bruder. Mal gucken. Nope, Gift, Tiefschlag, Ableitieb und Trotzer. Ich würde einfach mit einem Ableitieb draufbolzen. Ich meine, du bist 11 Level höher als er. Das ist nicht unwahr. Aber ich würde mal sagen, ich fange mit Trotzer an. Also für ein Pokémon lohnt sich das sogar fast gar nicht, aber hau rein. Na, meine Verteidigung wird ja ein bisschen erhöht, ne? Und ich Schlitzer! Kann das Ding ist hier auffangen, seine Attacke. So, Panzeron ist down. Wir haben unsere KPs wieder zurückerstattet und es läuft, wie es laufen soll. Level 51, wie hast du denn deine Pokémon zurückgekriegt, Alter? Wie jetzt? Ich hab nur alle Trainerkämpfe besiegt. Also alle Trainer. Achso, stimmt. Ach ja, stimmt ja, die Trainer auf den Zero und sind da ein bisschen zurückgeblieben. Weil die haben ja alle irgendwie von oben bis unten haben die alle dasselbe Level, so Level 40, 39 oder so. Und ja, du wirst halt immer stärker. Wenn du alle mitnimmst, dann profitierst du natürlich auch davon. In diesem Spiel ist ja noch so, dass es ja noch mehr Trainer gibt als im Originalspiel, wegen den Taucher-Dingern. Es gibt ja jetzt mittlerweile diese Taucher-Trainer. Genau, ich glaube, die sind sogar noch ein, zwei Level höher und die haben auch geile Pokémon zum Teil, so Starmie und so, auch sehr coole Pokémon auch. Auf jeden. Fand ich schon ziemlich chillig, ja, hat mich auch sehr gefreut, war für mich selber eine Überraschung, als ich das Spiel durchgezockt habe und das ging ja einigen von euch bestimmt genauso. Ich fand es ein bisschen überraschend, weil ich gar nicht damit gerechnet hatte, ehrlich gesagt. Das hat genau man gar nicht in den Trailer gezeigt oder so, weißt du? Stimmt, ja. Daran das war dann schon so ein bisschen Überraschung während dem Spiel. Und da sind auch echt viele Details so drin. Man merkt auch, wenn man den Pokéball so einfach einwirft, der ist total langsam, weil er ja, halt unter Wasser ist. Und so. Ja, richtig geil. Cool. Ja. Hab ich auch. Und so ein Voltenso kann immer noch Hitzekoller unter Wasser machen. Das ist überhaupt kein Problem. Dafür haben wir aber ein Atemgerät. Ja, Game Freak hat an ein Atemgerät gedacht. Ja, ist ein bisschen realistischer. Ja. Aber Hitzekoller geht immer noch. Hauptsache Hitzekoll, Alter, unter Wasser. Vor allem, ich habe vor, du machst mit dem Voltenso einen Ladungsstoß, ey. Du müsstest doch als Trainer sofort abkratzen. Nicht nur der Trainer, Alter. Jedes Lebewesen. Alles einfach. So. Ja. Girafarig. Take this, bitch. Ja, ich habe nicht so das Gefühl, dass du richtig in Bredouille geraten wirst. Du bist ja schon ein bisschen drüber mit den Leveln, ne? Vielleicht wird das ja in der Liga nochmal ein Spaß.
Ich glaube, die Liga wird für mich ein Klacks, Alter. Ich glaube, ich werde da einen Solo-Run machen. Meinst du, ja, das ist natürlich, genau dann ist es immer am spannendsten, wenn man mit einem Pokémon die ganze Liga macht. Genau, das bockt dann am meisten. Ja, wenn du es ein bisschen anspruchsvoller machen willst, dann mach auf den Optionen einfach mal die Folge rein, damit du halt nicht mehr tauschen kannst. Es wäre dann quasi eine Gleichberechtigung für alle. Aber das macht eigentlich keiner. Irgendwie macht das keiner, warum eigentlich nicht? Ich mach das Genau. selber auch nie. Ich spiel selber Competitive Pokémon. Ich bin es eigentlich gewohnt, dass man halt nicht einfach so austauschen kann, wenn man Gegner besiegt hat oder so. Aber ich mach's auch nie, wenn ich spiele. Sollte ich mal hinterfragen. Ja. Eventuell. Okay, Das ich sieht glaube, auch cool aus wieder da. ich habe hier ein bisschen verkackt, habe ich so ein Gefühl, ne? Ja, du hast jetzt nicht wirklich viel mitgenommen, kann das sein? Ich habe fast gar nichts mitgenommen. Ich glaube, ich habe den behindertsten Weg ever genommen. Ja, irgendwie Und so weil ein es so schön bisschen. war, machen wir das gleich nochmal. Ich glaube, du bist jetzt wieder im Malbenfroh oder so. Neben Graphitport, glaube ich. Graphitport, ja. Ja, Graphitport. Hey, ich hab's auch immer Graphiport genannt, ne? Heißt es Graphitport? Ja, Mann, Graphitport. Achso, ja, macht doch Sinn wegen Graphit, ne? Ja, macht auch Eigentlich. Sinn, Er aber sagt mal Graphit. Graphitport hört sich einfach cool an. Manche sagen auch, Xenerobel. Ja, ich glaube, ich sag das. Ich sag mal Xenerobel. Ich sag Xenerobel, ja. Nee, Xenerobel, sagen einige. Ich sag Xenerobel. Aber es ist Skurrile echt. Scheiße, Mann. Das ist echt unterschiedlich, Mann. Oder Xenerobel geht ja auch noch. Ey, See was? wie Seno. Hä? Das sagt mir nichts. Ja, ach, unwichtig, egal. Ja, zum Beispiel für das Spiel Xenoblade. Kann man auch Xenoblade sagen, finde ich. Ach so, meinst du, dass es, wie man es extra Ja. spricht? Zenero will. Ah, okay. Xenero will. Ja, klingt auch ziemlich souverän. So, diese anstrengenden Trainerkämpfe möchte ich gerne überspringen. Ah, das Wasser sieht auch echt cool aus. In dem Ja. Game. Irgendwie. Ist chillig. Also ein Torhydro muss ich mir auch noch fangen. Ja, damit du da viel schneller über die Wasserrouten kommst. Yep. Das ist echt ein richtig befriedigendes Gefühl mit dem Torhydro. Das geht so, der geht einfach ab wie eine Rakete. Wenn du ihn einmal benutzt, Bloody, ich sag's dir, wenn du ihn einmal benutzt, du willst ihn nie wieder missen. Fuck, Alter. Ich weiß nicht, wo man sich so einen fangen kann, deshalb. Auf Route 118 kann man die angeln, die Viecher. 118 werden Ja, wir mit danach einer nochmal Superangel. tun, Alter. Muss ich ach, egal. Ich weiß, du spielst Omega Rubin, wa? Yep. Ich weiß ja nicht so recht, ob man das fangen kann, das Vieh. In dem Spiel muss man den Pokédex abchecken, dann, in dem Fall. Keine Ahnung. Bei Alpha Saphir auf jeden Fall. Ja, weil Aqua Saphir halt. Aqua Saphir, verdammte Kacke. Gyarados. Aber ich hoffe, niemand sagt Garados. Gerardo, Alter, das klingt doch Garados. scheiße. Garados. Gyarados. Gyarados. Aber sagen bestimmt eine Geradax, oder? Geradax. Ja, weil wegen Gerado und so. Oh, Geradax. verdammt, schon zum zweiten Mal Bedrohe, Alter. Ich muss hier wieder Schwertanz einsetzen. Los. Oh, voll süß. Ja, wenn Gyarados ein Drachen-Pokémon wäre und speziell ausgelegt, dann würde das vielleicht sogar ein bisschen Schaden machen, aber in dem Fall nicht. Nope. Es denken ja immer noch erstaunlich viele, Gyarados wäre ein Drachen-Pokémon. Und dass es halt ein spezielles Pokémon wäre. Ja, das auch. Weil es halt Sachen wie Donner und Feuersturm kann. Aber Arschlecken, Kinder, es ist ein physisches Pokémon. So, noch einmal Drachenklaue. Und dann ist Schicht im Schacht. Oh yeah. Ansonsten, wie findest du das Spiel so insgesamt? Ich meine einfach jetzt das Remake von dem Originalspiel. Im Vergleich zum Originalen. Was sich so gebessert hat und so. Also, ich persönlich fand ein bisschen schade, dass ich fand die Story in Smart cool, wie Team Aqua auf Team Aqua geclasht ist und die sich gegenseitig so ein bisschen und dass man gegen beide spielen konnte. Aber hier haben sie ja wirklich auf Rubin und Saphir zurückgegriffen und nicht auf Smaragd. Kann man auch irgendwo nachvollziehen. Aber
ich mochte das halt irgendwie. Aber ansonsten, so die Grafik ist sehr hübsch und auch diese ganzen Elemente, so wie zum Beispiel, dass so manchmal so ein paar Winkel rumfliegen, einfach so und keine Ahnung. Und das mit diesen Search-Decks, das mag ich auch. Dieser Pokédex-Navi-Gerät-Dings, aber ob es, dass da so ein paar random Pokémon kommen. Das gefällt mir ziemlich gut. Das wirkt alles so ein bisschen realistischer und glaubwürdiger und mit dem Schleichen und so. Ich mag das total. Und auch, dass die da mehr an die Leute gedacht haben, die competitive spielen, weil die so leichter den Einstieg ermöglichen. Zum Beispiel, wenn man dann Suchlevel erhöht, dass man später 3-Sterne-Pokémon fangen kann, die dann 3x31 DVs haben. Das sagt jetzt nur den Leuten was, die sich mit competitive auseinandersetzen. Und das finde ich sehr entgegenkommend, dass die da den Casual-Player und auch den Competitive-Player da so ein bisschen entgegenkommen. Und die Grafik sieht einfach geil aus. Ich habe es ja schon angesprochen mit Tauchrouten und so. Und die haben an sehr viel gedacht. So, die Story-Elemente so ein bisschen aufgewertet. Das mit den legendären Pokémon und das ganze Drama und die Geschichte drumherum, das ist sehr schön aufgearbeitet und ist einfach mehr Inhalt so und es sieht einfach episch aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie fandest du die Szene? Also bei, ich hab's ja beim Kumpel gesehen, bei Omega Rubin, ich hab's ja bei Alpha Saphir, da ist ja, wo Groudon weg worden ist, da ist ja sofort die ganze Lava und die ganze Scheiße und so, ne? Ja. Und das sah aus wie der Weltuntergang und bei Kyoko war das einfach nur Wasser und weißt du, die Szene, wo du unten in dem Untergrund bist und der spuckt da die ganze Zeit Lava und diese ganze Kacke und dann würde ich voll Angst kriegen, dass ich da voll Lava abkriege. Und bei Kyoko, das ist einfach nur Wasser so. Da denke ich so, pff, okay, jetzt kriege ich, jetzt so ein bisschen Wasser ins Gesicht, das stecke ich doch ein wie ein Mann. Aber da ist Omega Rubin so voll Wasser, voll Lava. Ja, das ist schon ein bisschen gefährlicher, das Ganze. Und dann, dann regnet es in Alpha Saphir, wenn du halt auftauchst. Und dann denkst du dir auch so, Alter, das bisschen Regen, also das sah jetzt nicht so dramatisch aus, ehrlich gesagt, im Gegensatz zu der Szene mit Groudon. Aber ich fand es halt auch trotzdem cool gemacht, wie du dann auf Kyoko dann runtertauchst bis zur tiefsten Stelle. Das war voll skurril, Alter. Ich fand das voll skurril, Alter. Ich weiß nicht. Ich hab mich gerade wiederholt. keine Ahnung. Auf so einem Groudon zu reiten? Was? Nee, das kam schon ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt. Aber ich fand es auf jeden Fall cool. Ja. Ich finde, sie hätten die Story vielleicht ein bisschen erweitern sollen mit den Legis, aber... Ich meine, das geschah einfach viel zu schnell, das Ganze. Also man hatte Groudon erweckt, er ging sofort nach Xenirubel, wollte gleich mal die Welt zerstören und ja, dann ging alles von selbst. Ja, ich fand, da hat da hast du mir das gerade aus dem Mund genommen. Ich wollte das jetzt genau dasselbe eigentlich gerade mit der Delta-Episode ansprechen. Ich finde das echt geil so mit der Idee. Auch die Thematik finde ich super gut, dass sie auch Rayquaza in den Vordergrund holen und so und auch Deoxys ins Spiel einbinden. Aber es ging zu schnell. Nee, erstmal bist du halt einfach nur, du hast ein paar Dialoge gehabt, bist dann von der Raumstation zum Moosbach City. Das ist ja Moosbach City, aber dann bist du halt wieder nach Metaros City zu dieser Dev Corporation, hast da ein bisschen gelabert und dann bist du da wieder zu Moosbach City geflogen und ich fand, das war so ein bisschen hin und her Geschicke. Auch wenn der Plot ziemlich gut war irgendwie. Und dann ging es mir ein bisschen zu schnell. Dann hast du gegen Amalia da gefightet, da hast Rayquaza halt gehabt, bist dann im Weltraum und dann war dann Deoxys, hast ihn kurz gefangen und dann war vorbei so. Ich hätte halt, die hätten um Deoxys einfach noch so ein bisschen was bauen können, storytechnisch für dich. Ja, stimmt schon. Das ging mir einfach zu schnell. Also ich hab's noch nicht gesehen, aber ich kann mir genau vorstellen, wie es laufen wird. Ach so, ach scheiße, jetzt hab ich ja schon gelabert, Mann. Naja, ich hab mir schon ein paar Sachen angeguckt, aber... Ja, daran habe ich jetzt nicht gedacht, ja. Das ist natürlich... Naja, aber ich weiß genau, um was es geht. Also ich verstehe genau, was sich das Ganze da handelt und was das Problem ist und was man machen muss. Ja, aber ansonsten, so manche Sachen haben die echt gut umgesetzt. Zum Beispiel, dass der Vater auch mal mehr nach Hause kommt dann zum Schluss und so eine Sachen. Und der überraschende Kampf dann gegen Maike und sowas nochmal. Sorry Leute für den kurzen Cut, aber mein Ding ist halt rumgespackt und ich muss halt irgendwas Neues machen. Ja. Auf jeden Fall sollte es jetzt ein bisschen weniger lägen, hoffentlich. Und nee, anscheinend liegt es genauso schlimm wie vorhin. Damit müssen wir halt ein bisschen leben für diesen Part, denn ich glaube, mein Laptop, Der muss einfach ein bisschen aufräumen. Ja, ich muss ein bisschen aufräumen. Ich habe nicht mehr so viel Speicherplatz auf meinem Laptop und der spackt dann immer rum, wenn ich zu viel drauf habe.
Auf jeden Fall wollte ich sagen, die Kleinigkeiten sind das wirklich, die halt auch das ausgemacht haben, wie zum Beispiel mit dem Kampf gegen Maike, weil man hat irgendwie das Gefühl gehabt, so wenn man, wer die normalen Editionen Rubin und Saphir gespielt hat, da konnte man gegen sie das letzte Mal irgendwie in Zegra Sub-City vor diesem Kaufsetter da gegen sie kämpfen. Und da wirkte ihr Team noch so irgendwie unvollständig und unausgereift. Und danach kam sie gar nicht, stand sie gar nicht mehr zum Kämpfen zur Verfügung. Und hier haben sie dann halt noch einen zusätzlichen Kampf eingebaut, wie sie dann halt ein vollständiges Team hat mit einer Mega-Entwicklung. Und es sind halt wirklich so Kleinigkeiten, aber die finde ich halt, die runden das Ganze einfach viel besser ab. So. Und daran hat Game Freak echt mega gut gedacht an vielen Stellen. Ich feiere das Spiel total, echt. Das hast du gut gesagt. Zumal bei Maike hatte ich immer das Gefühl, dass sie in diesem Spiel eher nur darauf hinaus ist, Pokémon einzufangen. Und wie du schon gesagt hast, bei Zegra Sub City war halt der letzte Kampf, der da stattgefunden hat. Und in diesem Spiel wurde dann auch gesagt, okay, ich werde dann das mit den Orden aufgeben, genau, und ich werde dann Pokémon fangen. Ich fahre jetzt wieder zu meinem Daddy und ja, mach den Pokédex weiter. Genau. Und hier, also genau dann am Ende, bekommen wir dann wirklich dann auch mit, okay, die hat dann doch weiter trainiert und hat dann doch nicht ihr Ziel aufgegeben. Ja, weil vor allem in Omega Rubin und Alpha Saphir war sie dann später auch nochmal Xenerevil zu sehen und zwischendurch ab und zu. Genau, stimmt. Und da wusste man, okay, die chillt jetzt nicht zu Hause, irgendwie ist sie noch am Start so ein bisschen. Ja, stimmt schon. Also es wirkt auf jeden Fall lebendiger als im Original, ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Hypertrank, wo bist du? Hier. Trotzdem, mir persönlich hat mir das noch mit Heiko ein wenig gefehlt, dass er dann halt auf Reisen gegangen ist und so. Der war ja krank, musste dann nach Wiesenflur und sollte ja da diese schöne Luft da schnappen. Und dann hat er zu seinem Onkel gesagt, nee, eigentlich habe ich Bock mit meinem Trassler in Malmfrost City richtig dem Walter auf den Sack zu gehen. Und da danach ist er auf Reisen gegangen und dann hat man erstmal von dem nichts gehört, nur dass er halt in den Arenen, ist er ja in dieser Statue bei jeder Arena, glaube ich, so verewigt. Also man wusste dann als Spieler, okay, Heiko war schon vor uns da und hat den Orden schon irgendwie komischerweise eingesackt. Obwohl er total schlecht war mit seinem Trasser Level 16. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Auf jeden Fall sieht man dann in der Siegestraße wieder und das haben die nicht geändert. Weil der ist halt später in den Kampfresort nochmal am Start, so, aber dieses plötzliche Auftauchen der Siegestraße, auf einmal ist er da und es ist richtig krass so. Ja, ich habe gedacht, da gab es eigentlich noch ein bisschen Potenzial, dass man mit Heiko... Ja, man hätte die Story ein bisschen ausarbeiten sollen. Zumal ja. Mit seiner Krankheit, da hätte man bestimmt so ein bisschen mehr ins Detail gehen können. Mhm. Aber das wurde dann einmal erwähnt und danach, glaube ich, gar nicht mehr. Genau, das wurde einmal von den Eltern in Blütenburg, glaube ich, erwähnt, dass er da zu Onkel und Tante geschickt worden ist. Damit er da irgendwie sich erholen kann oder so. Ja, das hätte man auf jeden Fall ausarbeiten sollen. Ach, na egal. Ja, ansonsten wurde alles, soweit ich weiß, gut gemacht. Es wurde auf jeden Fall alles gut gemacht, was in Pokémon XY schlecht gemacht wurde. Denn ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Pokémon XY sind für mich die schlechtesten Spiele, die bisher gemacht wurden. Ich für meinen Teil kann die überhaupt nicht ausstellen. Die wurden einfach verkackt wegen der Story, wegen der ganz kleinen Map und alles mögliche halt. Es wurde einfach alles schlecht gemacht. Zu wenig Pokémon. Also ich kann bei X und Y auch viel kritisieren, aber ich muss auch sagen, dass es auch so ein bisschen persönlicher Geschmack ist, weil mir einfach so dieses französische Setting nicht ganz so anspricht. Das kann man jetzt nicht als Kritik abtun, weil es wirklich so Geschmackssache ist. Aber es gibt wirklich Sachen, die kann ich wohl als Kritik anmerken. Und das Schlimmste fand ich die Postgame-Story. Die war einfach irgendwie so ein bisschen dahingerotzt und überhaupt nicht ausarbeitet. Also die war wirklich grottenschlecht, muss man einfach sagen. So mit diesem Lebell und so und keine Ahnung, das war irgendwie scheiße. Und ja, und das mit dem Team Flair. Ich war, Team Flair hatte echt Potenzial, so. So eine gute Story daraus zu machen, auch mit diesem Krieg vor 3000 Jahren und so. Ich fand, das hatte echt Potenzial, aber die haben es irgendwie nicht so genutzt. So, an vielen Stellen war das auch. Ja, die haben wirklich so einiges verkackt, ja. Ne? Also, zumal mit der Story mit dem Krieg, Alter, die Grundidee ist ja. Genius.
Die fand ich auch richtig nice und da haben die einfach nicht dran gearbeitet, fand. Das überhaupt nicht, Alter. Das ist krank. Das ist pervers, Alter. Das ist pedo. Aber ich glaube, ich habe so ein Gefühl, die werden eine Fortsetzung machen. Die müssen eine Fortsetzung bringen. Allein schon wegen diesem legendären Pokémon Sigard oder wie man den auch nennen möchte. Dieses Pokémon wurde nicht wirklich vorgestellt im Spiel. Nö, eigentlich nicht. Nee, es gibt nur einen einzigen Pokémon, also Pokédex-Eintrag, aber das war's dann auch schon. Man erfährt nichts über dieses Pokémon. Und das kann man einfach nicht so stehen lassen. Ich glaube nicht, dass Game Freak wirklich so dreist ist. Ja, vor allem der 3DS, der wird ja noch eine Weile auf dem Markt bleiben. Genau. Und dementsprechend auch die sechste Generation, die haben das ja immer so gemacht, mit einem neuen System kommt halt, wird eine neue Generation eingeführt. Von daher ist das für mich auch schon sehr naheliegend, dass die sechste Generation weiterführen und da Pokémon X noch am Bauen sind. Vor allem, weil es auch einfach sehr schnell zu bauen ist im Vergleich zu, also wenn man eine ganz neue Generation baut, die können da einfach so die Engine nehmen aus Punkt X und Y. Aber genau. Was ich schade finde bei Oras zum Beispiel, ist jetzt auch mit dem 3D-Effekt, da haben sie nicht weiter dran gearbeitet. Dass es halt zum Beispiel ein Doppel- oder Multikämpfen erstens ziemlich laggy ist, wenn du da den 3D-Effekt einschaltest. Ja, das ist nicht behindert. Da hätte man dran arbeiten können. Die wollen halt diese Spiele immer ziemlich schnell raushauen. Das ist halt immer das Problem an der Sache. Aber jetzt hatten sie echt Zeit daran zu arbeiten, finde ich. Und halt, dass sie in vielen Situationen, dass der 3D-Effekt überhaupt gar nicht erst angeht. Stimmt. Das finde ich auch ein bisschen scheiße, so. Also Pokémon ist echt nicht gut mit 3D. Nee, Alter, überhaupt nicht. Das kann eigentlich jedes 3DS-Spiel besser als Pokémon. Und das muss nicht sein. Auf jeden Fall. Das muss echt nicht sein. Ja, aber ansonsten, haben sie aber alles gut gemacht und wie schon gesagt, ich denke auch, dass sie auf jeden Fall noch ein einziges Spiel bringen werden, das in der 6. Gen spielen wird. Ich denke, es wird entweder Pokémon XY2 sein oder halt Pokémon Z. Das, weil die Geschichte mit diesem Sigard und allgemein mit Yveltal und Xerneas wurde nie zu Ende erzählt. Da wird einfach nicht gesagt, um was es überhaupt geht. Die zwei Legis wurden kurz vorgestellt und gesagt, okay, die zwei waren verantwortlich für diese komische Waffe und das war's dann auch. Ja, es wurde ja wirklich gesagt, so in Tempera oder so, da hast du den Professor getroffen und er hat dir gesagt, so, es gibt halt diese legendären Pokémon, geht doch mal in die nächste Stadt, da ist anscheinend so ein Typi, der kann euch mal was von den legendären erzählen. Und weiß ich nicht, dann hatten die da ein paar Dialoge und haben sich gefragt, ja, wo mag das wohl sein und das wäre echt cool, wenn du das finden würdest. Und danach wurde das nie wieder erwähnt und einfach so, Team Flair hatte das einfach so. Genau. Hatte einfach diesen Baum, ich habe Pokémon Y nie gespielt, also ich kenne nur X und die hatten einfach diesen Baum dann auf einmal. Und keine Ahnung, wieso haben die das Vieh und nee, ich fand's auch so genial, Alter. Wollte das Vieh überhaupt rumgegammelt die ganze Zeit? Genau. Wieso konnte Team Flair das finden und wo war das? Wo war keine das Ahnung, das Zeit? War auf einmal einfach da. Das haben die das hergehört? Das haben die bei Pokémon einfach der Wahnsinn, wie das gar nicht überarbeitet wurde. Und auch Xerneas, ne? Der kommt einfach da raus und dann, ey, let's fight, bitch. Das ist der Wahnsinn. Das haben wir bei Pokémon Black and White besser gemacht, so. Da wurde halt erzählt, ja, irgendwie da, oh, wie heißt die Stadt da, wo halt, da wo Kyurem ist, da wo diese Grotte ist, da ist auch diese Stadt davor, ne? Ja, genau. Und da haben die halt schon gesagt, so, ey, in dieser Stadt fallen irgendwie gerade zur Zeit die Temperatur fällt irgendwie total drastisch ab und so. Und irgendwas geht da, irgend so ein crazy shit geht da gerade ab. Und die wollen dann halt da alle hin und fliegen dann mit dem Flugzeug da rüber und wollen dann sehen, was da abgeht. Und dann hat sich Plasma einfach mal gedacht, wir krallen uns dieses Pokémon. Da wurde halt schon so erklärt, okay, das war der Riesengrotte und die Plasma ist mit dem Luftschiff dahin, hat sich das gekrallt und die benutzen halt die Energie von dem Vieh, damit die diese Eisbombe da auf Twindrake abfeuern können. Das war irgendwie schlüssig so. Man wusste, worum es geht, wie die das gemacht haben. Und das haben die bei XY komplett verkackt irgendwie. Alter, mehr als verkackt. Nee, aber allgemein finde ich auch, dass die Pokémon Pokémon Weiß und Schwarz so ein bisschen verkackt haben. Aber, das wurde aber dann in Pokémon Weiß 2 und Schwarz 2 wieder gut gemacht. Ja, ich mochte das. Auch so mit den sieben Weisen, warum haben die nie gekämpft? Außer gegen diese Arena-Leiter zum Schluss.
Und ja, irgendwie hat das so ein bisschen, so ein paar Fragen auch hinterlassen, ne? Stimmt schon. Aber ich finde da, ja, das haben die, das sind eigentlich, ich finde persönlich, das sind eigentlich ziemlich solide Spiele, so von der Story her. Auch welches meinst du jetzt? So schwarz und weiß, finde ich generell, ich mochte die einfach. Ja, das stimmt schon. Also es hat auf jeden Fall was ganz Neues in die Pokémon-Spiele so gebracht. Dieses, keine Ahnung, dieses RPG-Feeling, finde ich, keine Ahnung. Jetzt mal das mit N und dieser Burg, Alter. Ich finde, das wurde extrem geil umgesetzt. Das war richtig episch, ne? Und dann diese geile Mucke. Ja, Mann. Ja, so, das war mega cool. Weiß und Schwarz, die waren wirklich geil, aber ich finde, da hätte noch ein bisschen mehr sein sollen. Zumal am Anfang ist das Spiel wirklich eintönig und es geht auch wirklich nicht wirklich so gut voran. Aber erst im Nachhinein, aber entfaltet sich das Ganze und es wird dann auch ein bisschen interessanter. Ja, das ist wirklich so. Am Anfang ist es noch ein bisschen schleppend, dann kämpfst du ein paar Mal gegen N. Ich finde die Dialoge aber teilweise echt gut, so dieser, weil man kann N's Motive einfach verstehen. Das liebe ich, wenn man bei den Bösewichten einfach nachvollziehen kann, okay, er macht das, weil, nicht weil er verrückt im Kopf ist, sondern man kann irgendwie nachvollziehen, warum er das macht, ne? Ja. Das fand ich bei Team Flair, die ist verkackt. Dieser Typ, der hat dieses, der hat auch dieses Hologrammgerät erfunden, das ist auch dieser Entwickler davon. Und er hat auch am Anfang sich als eigentlich relativ sympathischen Kerl vorgestellt. Natürlich wusste man schon irgendwie, okay, der hat rote Haare, die ihm zu Berge stehen, das ist der Anführer der Bösewichte. Man wusste es einfach, ne? Aber am Anfang eigentlich ziemlich sozial, hat dieses Hologramm-Scheiß-Dings da erfunden und hat halt, der will halt die Welt immer schöner machen, so, und es war halt so ein bisschen sein Motiv. Aber warum muss er die ganze Menschheit dafür ausrotten, so? Das, auf einmal ruft er dich an über dieses Holo-Gerät und meint halt, so, ja, also die ganze Zeit im Spiel, weil er der coole Typ, und auf einmal macht er die Durchsage, ja, ich bin auch übrigens der Anführer von Team Flair, das hat er so in einem Nebensatz erwähnt, er hat gar nicht gesagt, yo, ich bin der Anführer, sondern mein Team Flair. So als wäre das selbstverständlich, als wäre der Boss. Das fand ich schon ein bisschen skurril. Wir töten jetzt einfach mal alle. Nimmt es nicht persönlich. Halt nur die von Team Flair werden halt überleben und so. Und ihr werdet alle draufgehen, damit wir eine schöne Welt haben und so. Ja. Das fand ich echt ein bisschen scheiße. Ja, genau. Die Story wurde in XY einfach hingekackt, sage ich mal so. Und bei N war das halt so, der wächst halt mit Pokémon auf. Der kriegt halt irgendwie mit, die werden eingesperrt in Pokébälle und die haben irgendwie keine Freiheit und so. Das war irgendwie so ein Konflikt und er wollte halt alle Pokémon befreien. Und das fand ich irgendwie cool, so. Ja. So einen interessanten Gedanken eigentlich. Ja, das kann man auch auf jeden Fall so stehen lassen. Und ich würde mal sagen, das reicht für diesen Part hier. Wir haben jetzt über einiges geredet und wir haben so einiges erreicht. Hatten eigentlich nur die Strömung da erforscht und ein paar Items gefunden, Trainer gekloppt und ein bisschen trainiert. Aber ansonsten hat mir der Part hier sehr gut gefallen mit dir. Wir hatten hier über Sachen geredet, die schon interessant waren, wie ich finde. Ach, und ich weiß nicht, ob du im nächsten Part mitmachen wirst. Wirst du das? Ja, von mir aus können wir gleich nochmal weiter zocken. Vorbildlich macht er das. Einfach nur wunderschön. Ja, Leute, haut da rein. Bis zum nächsten Part. Euer Bladeus. Und Python Rage. Yeah.